Verletzte und Verlassene auf den Feldern Afghanistans. Ein Feature von Laurent Joachim. Sprecher Daniel Roth. Telepolis 2012. Verletzte und Verlassene auf den Feldern Afghanistans. Von Laurent Joachim. Erster von 5 Teilen. Vorläufige Ergebnisse nach 10 Jahren Krieg. Am 20. September 2001, 9 Tage nach den verheerenden Anschlägen vom 11. September gegen das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington, stellt sich der amerikanische Präsident George W. Bush dem US-Kongress und verkündet die amerikanische Antwort auf die 2.997 Toten und 6.000 Verletzten, die diese Anschläge gefordert haben. Zitat: Unser Krieg gegen den Terror beginnt nun mit Al-Qaida, aber dieser Krieg wird nicht aufhören, bevor jede terroristische Gruppe, die eine globale Gefahr darstellt, lokalisiert und besiegt wurde. Zitat Ende. Die Amerikaner haben ab diesem Zeitpunkt 2 Ziele. Erstens soll Osama bin Laden, der Anführer der terroristischen Gruppe Al-Qaida, gesucht, gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden. Zweitens wollen die Amerikaner einen Machtwechsel in Afghanistan herbeiführen und der Herrschaft der Taliban ein Ende setzen, weil diese beschuldigt werden, Al-Qaida maßgeblich unterstützt zu haben. 1989, nach dem Abzug der 10 Jahre zuvor einmarschierten sowjetischen Truppen, versank das Land rasch im Chaos und fiel dem Bürgerkrieg zum Opfer. Wenngleich die Sowjets keine militärische Niederlage erlitten, es ist eher eine Pattsituation eingetreten, ist der Abzug für die Rote Armee eine bittere Schlappe, von vielen Analysten als sowjetisches Vietnam beschrieben. Die Rote Armee verlor fast 15.000 Soldaten und ca. 54.000 wurden verletzt. Die afghanischen Truppen verloren ihrerseits 18.000 Mann. Vom Westen und Pakistan unterstützt, hatte der afghanische Widerstand damit die fast unglaubliche Leistung erbracht, die Vormachtstellung des sowjetischen Imperiums zu brechen. Doch der Preis war hoch. Die genaue Höhe der Verluste der Mudschahidin ist zwar unbekannt, aber sie dürfte laut einer Studie zwischen 150.000 und 180.000 betragen. Zwischen einer 500.000 und 2 Millionen Zivilisten verloren ihr Leben. Circa 3 Millionen wurden verwundet. Weitere 2 Millionen Menschen wurden innerhalb des Landes vertrieben und 5 Millionen Menschen mussten ins Exil gehen. Eine humanitäre Katastrophe ohnegleichen. Die 2001 über die Grenzen Afghanistans hinaus kaum bekannten Taliban gingen unmittelbar aus dem Chaos des Bürgerkriegs in den Jahren 1989 bis 2001 hervor. Die Taliban-Bewegung wurde um 1994 von Mullah Muhammad Omar, einem Paschtun, in dem Dorf Singesar in der Nähe Kandahars gegründet. Zunächst war die Gruppe nur eine Art Bürgerwehr, die ihre Anhänger aus den Madressen, den Religionsschulen, rekrutierte. Anfangs fanden die Taliban eine gewisse Akzeptanz und Legitimität unter der Bevölkerung, da sie angesichts des herrschenden Machtvakuums und der desolaten Alltagszustände für Ordnung sorgten. 2 Jahre nach ihrer Gründung, im Jahr 1996, zwingen die Taliban die Truppen um Ahmad Shah Massoud zum Rückzug. Dann können sie Kabul einnehmen und die Macht an sich reißen. Sie rufen darauf hin das Islamische Emirat Afghanistan aus. Der neue Staat wird jedoch ausschließlich von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anerkannt. Mullah Muhammad Omar fungiert zwischen 1996 und 2001 als Staatsoberhaupt des Landes. Die Herrschaft der Taliban läutet von da an ein besonders dunkles Kapitel in der Geschichte Afghanistans ein. Schon kurz nach der Machtübernahme sind die Taliban bemüht, ihre reaktionäre und obskurantische Auslegung des Korans fanatisch durchzusetzen. Eine äußerst restriktive Auslegung der Scharia, also des islamischen Rechts, wird eingeführt und bald werden die Afghanen mit Verboten überhäuft. Sport, Kino, Fernsehen, Fotografie, Musik, Tanzen und anderes
werden verboten. Elektronische Gegenstände werden verbannt. Mädchen und Frauen wird es verboten, am Schulunterricht teilzunehmen. Darüber hinaus machen sich Machtmissbrauch und Gräueltaten breit, da die Taliban sich zu grausamsten Körperbestrafungsmethoden bekennen. Strafen wie Amputationen, Steinigungen, Auspeitschungen bis hin zu öffentlichen Exekutionen sind in diesen Jahren an der Tagesordnung. Die öffentliche Meinung im Westen nimmt die Missstände in Afghanistan aber erst im März 2001 durch die Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan, der größten der Welt, wahr. Diese Zerstörung eines von der UNESCO anerkannten Weltkulturerbes begründeten die Taliban damals mit religiösen Argumenten. Besonders deshalb machte sich weltweite Empörung breit. Am 9. September 2001 fiel Ahmad Shah Massoud, der erbittertste Feind der Taliban, in Afghanistan einem Selbstmordanschlag der Al-Qaida zum Opfer. Zwei Tage später werden die USA von Al-Qaida angegriffen. Von diesem Augenblick an begann sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit Afghanistan zu widmen. Bis zum heutigen Tag schaut die Welt besorgt und gebannt nach Afghanistan.